Herzlich willkommen zum 16. Senf der Woche. 16 Mal schon, das heißt 16 Wochen, davor 75 Mal jeden Tag und von Ende ist irgendwie überhaupt nichts zu sehen. Ja, was ist passiert diese Woche? TikTok soll offline gehen in Amerika. Ja, also Zeit wird's Wahnsinn, gell? Man ist immer so gestresst, wenn man auf TikTok irgendwas sieht. Oft denkt man sich, oh mein Gott, die ganzen Leute, die sitzen den ganzen Tag nur vor der Kamera und schauen, dass sie die geilsten Videos machen. Ja, so als älterer Mensch, wie ich schon bin, da wird mir richtig, ist mir richtig gestresst, wenn man so etwas abliefern muss jeden Tag, was die Jugendlichen da machen. Ja, in Amerika soll es jetzt offline gestellt werden, weil der Trump Angst hat, dass so Daten geklaut werden. Der Trump hat Angst, dass Daten geklaut werden von China, okay. Bei Russland hätte er wahrscheinlich nichts dagegen gehabt, bei denen hat er es ja eh geschenkt, damit er die Wahl gewinnen kann und wahrscheinlich hat er wieder irgendwelche Deals laufen, dass er die nächste Wahl gewinnen kann. Wir werden sehen, wie das weitergeht. Gell? Dann gab es die Spesenaffäre vom Strache. Ich meine, ich habe mich ja schon gewundert, wann wir endlich wieder was vom Strache hören. Das hat mich ja richtig... Es war richtig lang. Also ohne ihn ist schon langweilig. Sind wir uns ehrlich, ohne Strache wäre es langweilig, muss ich sagen. Und 500.000 Euro, um die es da geht, ich meine, ja, das ist ja nicht viel Geld. Ein Viertel von dem, was Österreich, Griechenland, also den Moria-Flüchtlingen gespendet hat, also ein Viertel davon, das ist ja nicht viel Geld. Bitte, das muss man schon verstehen, man braucht. Also der Strache muss ja auch leben können von was. Ja, bis zu 10 Jahre Haft drohen ihm jetzt. Oder wie man in Österreich sagt, schauen wir mal, vielleicht zieht sich das Verfahren ja so lange, dass es irgendwann eh verjährt ist. Gell? So ist es. Und der Nehammer. Nehammer hat einen Brief geschrieben an den Wiener Bürgermeister. Das ist irgendwie wie ein rotziges Kind war das, gell? Also als ich diesen Brief gelesen habe, habe ich gesagt, das kann jetzt kein Minister geschrieben haben. Also, wenn du wirklich helfen magst, dann hol doch die Flüchtlinge aus Dreiskirchen. Ja, ich meine, bitte, wo sind wir denn? Ja, aber der Bürgermeister hat ja total nett geantwortet und hat gesagt, ja, wenn der Bund es nicht schafft, sich um die Kinder, die eigentlich schon unter dem Schutz des Bundes stehen, sich kümmern können, dann ist Wien gewillt, die aufzunehmen. Ja, also, ich meine, das ist ein Kindergartentheater, das ist ja unfassbar, wirklich. So, Griechenland betreffend, wenn wir schon dabei sind, der Doskozil, also er hält wenig von Einzelmaßnahmen. Ich halte wenig von ihm. Ich frage mich wirklich, ob er weiß, in welcher Partei er eigentlich ist. Aber der Strache braucht doch Personal, oder? Ich meine, dem fallen ja eh dauernd irgendwelche Leute weg wegen Wiederbetätigung, wegen irgendwas anderem, wegen irgendwas komischen Hetzreden und so weiter. Also vielleicht dem Doskozil mal sagen, er soll einfach mal rechts rüberbiegen und sich beim Strache bewerben. So, außerirdisches Leben wurde gefunden. Das ist toll. Außerirdisches Leben wurde gefunden. Also jetzt, nein, ich rede nicht vom Blümel, sondern ich rede von der Venus. Wahnsinn! Außerirdisches Leben, ja. Das ist schon toll. Das ist eine Perspektive. Vielleicht schaffen wir es mal irgendwie doch von diesem Planeten runter. Weil lang wird es dir eh nicht machen, wenn wir so weitermachen. Ja? Und weil, okay, falls die Leute, die jetzt gedacht haben, ich rede vom Blümel, nein, der Blümel ist nicht außerirdisch, der ist unterirdisch. Ja? Weil die ganzen Rechenfehler und dann kein Laptop und keine Schuhe im Parlament und jetzt auch noch ein Formular falsch ausfüllen. Ich meine, das ist wahnsinnig. Aber erinnert ihr euch noch, ich weiß nicht, ob ihr noch wisst, ich glaube es war schon der Finanzminister, der darauf angesprochen wurde, warum die ganzen Hilfen und sowas noch nicht ausgezahlt wurden, gesagt hat, naja, wenn die Leute die Formulare falsch ausfüllen, ja, und die Namen nicht schreiben können, also wenn die Firmen ihre eigenen Namen nicht schreiben können, dann können wir aus Österreich kein Geld hergeben, ja. Wahnsinn! Und jetzt das, ich meine, wenn du das irgendwie als ein Filmdrehbuch schreiben würdest, würde dir ja kein Schwein glauben, also sagen, wie übertrieben ist denn diese Geschichte, ja. Naja, aber vielleicht hat er es auch nicht geschafft, Österreich richtig zu schreiben, weil man schreibt es ja mit 2 R. Vielleicht hat er das falsch gemacht. Aber man hätte ja auch deinerzeit 3 kluge Köpfe gebraucht, um dieses Formular für die EU-Gelder irgendwie hätte man gebraucht. 3 kluge Köpfe und da wird es halt dann schon eng, gell? Weil die Aschbacher, die ist ja bis März beschäftigt, die Homeoffice-Regelungen zu entwickeln, wenn es vielleicht gar nicht mehr so wichtig ist, das Homeoffice, obwohl ich Homeoffice eigentlich eine sehr gute Idee finde, vor allem wenn man krank ist, dass man einfach zu Hause bleiben kann, ja. Oder wer ist noch so beschäftigt, muss man schauen, genau, der Nehammer. Der Nehammer ist ja auch beschäftigt mit Briefe schreiben, das muss man ja verstehen. Und der Kurz muss schon schauen, wo er seine 7 Millionen PR-Geld los wird. Ich meine, der muss Fotos machen und Fotos machen. Und er muss Imagefilme drehen und Imagefilme und Fotos machen. Fotos für Plakate, dass er dann einfach, ja, weil
ich meine, die 7 Millionen, die er so ausgibt, ja, im zweiten Quartal, die er ausgeben hat für Werbung für sich selbst, die müssen einfach investiert werden. Das müsst ihr auch verstehen. Kommt ja wieder der Wirtschaft zugute, gell? So, und der Blümel, wenn wir schon dabei sind, der Blümel meint ja, Wien ist ein Klotz am Bein für Österreich, was die Wirtschaft betrifft. Natürlich. Ich bin so froh, dass wir ihn als Finanzminister haben, dass er uns sagt, dass Wien ein Klotz am Bein ist, ist auch vollkommen klar. Weil die 250.000 Pendler, die Wien immer hat, die werden ihm das sicher auch bestätigen. Und die 136.000 Unternehmen, die in Wien sitzen auch, die schaffen auch nur 590.000 Arbeitsplätze. Und ich meine, die OMV, ich weiß nicht, ob ihr die kennst, die OMV, das ist so eine Firma in Österreich. Ich glaube, es ist sogar die größte, ja. Na, ist die größte in Österreich. Hm. Wo hatten die ihren Sitz nochmal? Ach so, in Wien, na dann. Ja, aber es ist eine Waldstadt, wissen wir ja auch. Also Österreich ist ja komplett Waldstadt, das wissen wir ja seit dem Trump, wissen wir, die Skyline von Wien ist der Wienerwald eigentlich, natürlich. Und, aber diese ganzen Verwirrungen, ich kann sie ja verstehen, der Trump, der kennt sich ja nicht besser aus. Man muss ihm ja wirklich, er ist ja so weit weg über dem Teich, gell. Und deshalb ein Lied für den Trump, damit er weiß, wo Österreich ist und wie es da, also wer da aller ist und so, wie es da so ausschaut, ja. Wo der Basti nicht studiert und HC Spesen abkassiert, wo Blümel nicht gut rechnen kann, ne Hammer euch die Decken bringt, et Stadlers Blick dich niederringt, die Grünen kein Rückgrat mehr haben. Das ist Österreich, man erkennt es gleich an Bäumen, die ganz plötzlich explodieren. Und Menschen, die mit Angstparolen uns regieren. Das war für den Trump, dass er weiß, wie es bei uns ausschaut. Ja, Angst, ich meine Angst, damit können ja ganz viele im Moment regieren und damit kommen sie auch ganz, ganz weit eigentlich. Ja. Ich bin ja dafür, keine Angst zu haben, sondern Respekt. Ich finde, allein wenn man dieses Wort ein bisschen umdreht, dann macht es das schon in einem. Ich meine, Angst vor der Krankheit, nein. Respekt, ja, auf jeden Fall. Angst vor der Regierung, nein. Respekt, natürlich. Angst davor, seine Meinung zu äußern, nein. Respekt anderen Meinungen gegenüber, ja, und ich bin weder ein, wie es heißt, Covid-Idiot oder irgendein Leugner oder sowas, aber ganz ehrlich, man kann sich doch nicht einfach sofort entfrienden und sofort irgendwie blocken, nur weil jemand eine andere Meinung hat. Das ist im Moment, ich weiß nicht, ob ich das aufgefallen ist, ein Wahnsinn, man kann überhaupt mit niemandem mehr reden. Das ist wirklich abartig und das zipft mich richtig an. Also bitte reißen wir uns doch zusammen. Ich meine, leben und leben lassen, ja, Abstand halten, natürlich. Es ist ganz wichtig, Abstand zu halten. Man kann aber auch sagen, nicht trefft's niemanden mehr und Social Distancing bis zum geht nicht mehr und überhaupt alles ist böse. Nein, man kann sagen, wenn ihr euch trefft, dann umarmt euch vielleicht nicht, dann schmust euch bitte nicht ab, dann haltet jetzt Abstand, trefft euch im Freien. Es ist einfach eine Frage, wie man das Ganze formuliert, ist meine bescheidene Meinung. Ganz, ganz klar. Nur meine persönliche. Und meine Meinung ist es auch, bleibt gesund. Aber bleibt nicht nur daheim, weil das macht nämlich auch krank. Der Mensch ist ein Rudeltier und kein Einzelgänger. Genau, deshalb passt auf euch auf. Ich habe euch lieb. Wir sehen euch nie. Auch ich sehe euch. Na, ihr seht mich. Nächste Woche beim Senf der Woche. Servus, tschüss.